noch näher geht nicht. So von einem Jahr, eineinhalb Jahren haben wir dann begonnen, eigentlich Nägel mit Köpfen zu machen und zu sagen, so jetzt Ende des Jahres geht's dann los. Wo gehen wir hin? Was machen wir? Lieber Konagua engagiert sich jetzt schon 3-4 Jahre in Nepal. Dort geht es vor allem um Wasserversorgung und Sanitärversorgung. Eine Zukunft aus Champagner, in der wir uns begegnen, in weiten weißen Saris und auf Augenhöhe. Egal wie du aussiehst, egal mit wem du schläfst, egal wo du herkommst, Länder gibt es nicht mehr. Wunderbares Gefühl, wie sich die Leute dann auf Basis von nur ein paar Gitarrenakkorden und ein paar Gesängen so einfach richtig geil connected haben. Was mich auf jeden Fall ziemlich bewegt, ist nach 10 Jahren mit Viva Con Agua, wie viele Aktionen wir schon gemacht haben, wie viele Spenden wir gesammelt haben, von wie vielen Bechern wir abgeschmissen wurden. Und das war einfach geil, jetzt auch mal die Möglichkeit zu haben, zu sehen, wo geht das Geld dann auch hin, was sind dann die Projekte. Wir sahen sie kommen und sahen sie gehen, sahen ihn kommen und sahen ihn gehen. Ja, jetzt gucken wir uns die Affen mal an und ich muss gestehen, ich habe auch was sehr Unfaires vor. Also ich möchte einen Affen instrumentalisieren. Das heißt, ich möchte ihm eine Viva Con Agua Flasche geben, sodass wir damit ein marketingwitziges, erhaschendes Foto machen. Sind nicht alle dabei, weil es gibt sogar in unserer Gruppe Leute, die Angst vor Affen haben. Affenphobie, ja. Geht gar nicht. Aber es soll auch echt übel sein. Also das, was wir gehört haben, das ist nicht ohne jetzt. Das sind schon die ersten hier rings um uns rum. Das ist schon. Ja, hängt einer ab. Alter, wenn der da runterfliegt. Na, jetzt kommen die Affen. Die Tasche ist auch nicht optimal, oder? So wegen den Affen. Packst du lieber jetzt dann weg. Klar, wahrscheinlich auch Brillen, oder? Wow. Er guckt schon ganz genau, was da. Von dem willst du nicht eine gelangt bekommen, ey. Der hat richtig Power. Ja. Was willst du machen? Die Flasche geben. Ja, warte. Hey, Boss! Ah, da ist ein Affen. Jetzt guck mal nach vorne, Digga. Oh, hallo, ja, sehr gut, sehr gut. Ja. Oh, 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 oh. Shane. Hey, Chico. Chico Lino. Pascal. Links. Gezockt. Voll das Model, ey. Ja. Geil. Noch näher geht nicht. Ist auch so eine Ruhe irgendwie in der Luft, gell? So, das ist geil. Ja, unten mit dem vielen Gehupe, ich meine hier ein bisschen. Jetzt hast du es gerade gesagt. Ja. Krass anzukommen und gleich diese Action auf den Straßen und viel Smog. Natürlich war das erstmal ein richtig krasser Kulturschock. Klar, Berlin ist auch eine Großstadt, da geht's auch zu und ist super wuselig, aber das ist einfach kein Vergleich zu dieser Stadt. Es ist schon auch Stress. So. Man merkt schon, wie das auch so einen Unruhig macht, oder? Ja, es ist gerade auch aus. Stop and go. All the time. Das ist so krass, wie das hier so verinnerlicht ist, dieses Stop and go. Da bleibt man halt mal stehen und dann geht es wieder weiter.
Was ist der Market Square? So this is Asan Bazaar, one of the oldest bazaar of Kathmandu, where people come here from different part of city try to get their stuff in here. So this is one of the local bazaar. Okay. Alles. Liegt doch einfach nicht da. So this is all part of earthquake effect. Over the 9,000 people died in Nepal with the earthquake and lost their families, lost their houses. Still people suffering with it. So you can see these still people can't afford to rebuild their houses. And still you see that. Life. Your family also lost the house? Yeah, lost my house. Still I'm living in a hut. That's a place where I live. So yeah, still fighting with the problem. How did you meet the So we met on that day. There was walking and taking pictures, and I comment her her beard, and I really like that one. And I say, you know, you look like a holy man, a sadhu. Because in a Hindu culture, holy sadhus, they got a big, big beard. And I got a, you know, a lot of German brothers. So it was a very great day, you know. So yeah, we take a walk, man. Take a walk, yeah. Wie wir in Kathmandu ankamen und durch Kathmandu gelaufen sind, das ist auch eine atemberaubende Stadt. Solange man nicht im Auto sitzt und den Smog einatmet, ist es hier perfekt und schön. Also ich könnte hier auf jeden Fall glücklich sein. Zieh nochmal auf, zeig mal. Now time. It's too big, they're too small. Looks like Nepali, man. Yeah. Oh, but I want this color or maybe this color. Okay, yeah. Die ist kleiner sogar. It's smaller actually. Give me please this the hat. Yeah. Well, this one is I think better. Ah, perfect. Er ist besser, oder? Ja, ja, super. Can I help you? Yes. Look like Nepali. I take it, but I have no money. Martin. Can you bring me the money, please? You got it in your Känguru-Tasche. I have my hat now. Das Ziel ist ja am Ende, dass wir zusammen, Ari Voltis oder Carlos, und wir Frittenbude einen Song zusammen machen, der quasi die ganzen Einflüsse von dieser Reise in sich trägt. Und dazu dann eben auch ein Musikvideo vielleicht ist und das Ganze dann mal gucken, hoffentlich für Viva Con Agua bald veröffentlicht werden kann. So, das wäre irgendwie geil. Wie lange in Nepal? Only 2 weeks. 2 weeks. 2 Wochen. 2 Wochen. 2 Wochen, genau. Good. They are like musicians, yes. And they want to do a song here in Nepal, uh-huh, for a water project we're doing for Nepal. Uh-huh. Yes. And the idea is like to use sounds from Nepal. Er hat so einen Klangraum, lass uns mal da drin schauen. Jakob, komm mal her. Wait. Recording, wait. Like this, it's good. Yeah, okay. Now we have it. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Thank you. Welcome. Beautiful. Thank you very much. Welcome for showing us everything. Thank you so much. Yeah, flashy. Flashy. Yeah.
habe da schon Zugang zu meditativen Sachen, obwohl ich es noch nie gemacht habe. Aber diese stehende Frequenz da, die macht dich einfach gleich so ruhig. Also. It's a district like in Germany. It's small districts like in Germany. It's an area where sometimes it takes the days to go around. We try to see the, how many households are there, what are their needs, what are their problems, and what are the gaps, what the government has not had. And the three elements of the total sanitation campaign, like the regular use of the toilet and the hand washing and the drinking safe water. Das war jetzt schon viel. Also es war jetzt super detailliert. Also da haben sie da, ich kann mich, also so viel konnte ich gar nicht aufnehmen. Also wir hatten jetzt eine zweistündige PowerPoint-Präsentation. Wir wissen jetzt so ziemlich alles über die Projektgebiete, was wir aufnehmen konnten. Dann steigen wir in den Bus und fahren erstmal, glaube ich, 6 Stunden und dann wird noch gehiked. Es ist klar, das ist mega abgeschieden und da musst du 1000 Sachen bedenken. So. Und höchsten Respekt für diese Arbeit schon, jetzt schon. Also Jakob wird bestimmt als Erstem schlecht auf der Fahrt und ich bin, glaube ich, derjenige, der zuerst beim Wandern zurückbleiben muss. Ja, es gibt viele lustige Tourgeschichten schon. Wir haben hoffentlich keine mehr da hinzukommen. Das eine ist immer der letzte. 22, 23, 24. Also diese Reise, schon das Flashigste, was ich mit so erlebt habe bisher. Es wird nicht langweilig, du kannst so viele Dinge entdecken, wenn du da aus dem Fenster schaust. Und dieser Übergang von dieser krassen Stadt, die so eng ist, in dieses bergige Gebiet hier, das ist einfach wunderschön so. Und ja, ihr könnt da tagelang da rausschauen und nachdenken. Motor. I would kindly request, because this is a highway, so we have a flat tire. Wir haben eh eigentlich alle die ganze Zeit darauf gewartet, dass das passiert. Und jetzt ist es passiert und jetzt machen wir das Beste draus. Was total abgefahren ist, das ist wirklich eine einzige Straße und die ist hinter uns hier gerade, die nach Kathmandu reinführt und all die Güter den ganzen Tag über da reinbringen. Das ist auf jeden Fall ein Kampf um jeden Zentimeter, Millimeter. Und vorher war schon äußerst knapp, so ein Lastwagenfahrer. Und ja, mal schauen, wie die restliche Fahrt noch so wird. Die ich jemals erlebt habe. Ich glaube, wir alle. Ich dachte irgendwann, ich habe hier hinten schon so. Das scheuert schon auf, weil das einfach nur Wackeln war die ganze Zeit. Man will aber auch nicht schlafen, weil dann kann man ja was verpassen oder so. Das waren schon auch geile. Das sah schon echt mega geil aus. Also. War alles dabei: City, fette Schluchten, nur Lastwagen. Ab ins Hostel hin. Und schlafen. Der Mann will noch Party machen. Ich, ja? Schauen wir mal. Wir haben dabei ein bisschen wechseln, aber.
heute Morgen aufgewacht und war erstmal mega nervös. Im Vorfeld macht man sich ja schon immer auch Gedanken, wie das ist. Wie das sein wird, wenn man der Armut auch begegnet. Wie man damit vielleicht auch umgeht, wenn die irgendwie echt nicht viel haben, man selber was hat, ob man denen dann was gibt. Pass auf, ich hatte auch ein riesen Ding im Auge. Es wurde immer ländlicher, immer weniger Häuser. Und im Endeffekt, die einzige Verbindung, die noch war, waren so die Stromkabel, die eben von Dorf zu Dorf verliefen und die Dörfer miteinander verbunden haben. Wir haben jetzt gerade Info bekommen, dass wir auch durch Flüsse gehen. Das letzte Mal hat er erzählt, war der Fluss irgendwie bis hier hoch. Bis hier. Und sie alle an der Hand halten. Und jetzt werden sie mitgespült worden. Einmal durch. Ach, Scheiße. Als wir dann im Dorf, endlich im Dorf ankamen, das war überwältigend. Sanitation, and there are like different people, like artists who will later paint on your school if you want. Tomorrow school not toilet thiogi thi na pahile? Yeah. Okay, I asked them if they have a toilet before. They said no, we didn't have a toilet before. Da habe ich Viva Con Agua auch dann, glaube ich, zum ersten Mal so richtig verstanden, worum es da. Klar, es geht um die Brunnenprojekte. Es geht darum, sauberes Wasser zur Verfügung zu stellen, aber es geht darüber hinaus aber auch auf einer subkulturellen Ebene, auf einer kulturellen Ebene einfach Zugang zu den Menschen zu finden und zu kommunizieren. And then the other hand, this hand, this and that. Ah, okay. But how you get this girl? Ist das nun alles schwarz-weiß oder war es sehr bunt? Es ist nicht klug oder schlau, es geht um laut oder stumm und auch um ja oder nein. Es geht um Mensch oder Maus, es ist Tag aus und Tag ein, einfach Tag ein und Tag aus. Wie dieser Marathon läuft um den Platz an der Sonne und wir tragen ihn aus, auch wenn wir niemals ankommen. Wir schlagen uns auch dazu die Nacht um die Ohren, um nicht zu vergessen zu wissen, sonst geht alles verloren. Für uns ist das halt das erste Mal. Für mich ist das erste Mal ganz alleine. Also. Ja, okay. Aber lass uns doch einfach, ich meine, einen Beat klatschen, die Kids klatschen mit, Martin macht eine Gitarre drüber und dann macht jeder von uns einfach irgendeine Strophe. Strophe, so hätte ich es auch gedacht. Und dann sagen wir so, dass die Kinder den Refrain von vorhin nochmal singen sollen. Ja, dann können wir doch einfach anfangen, die soll man den Refrain singen. Wir checken kurz die Akkorde, die drauf gehen. Und das sind halt die drei Akkorde. Oder wir tauschen. Es ist mir Liebe für immer, es ist mir Liebe für immer.
in dem Moment war die Energie einfach unbeschreiblich. Also es war so viel Energie und so die war auch so überwältigend. Ich wäre fast umgefallen einfach so. Ich habe meinen Text vergessen und dann habe ich halt improvisiert irgendwie. You sang See You Again. See You Again song. Again? Again. With what song? You? Und man hat halt gemerkt, es war erst noch so schüchtern verhalten, aber das hat sich halt voll so aufgebaut und am Schluss war das wie so ein Flashmob. Wunderbares Gefühl, wie sich die Leute dann auf Basis von nur ein paar Gitarrenakkorden und ein paar Gesängen so einfach richtig geil connected haben. Menschen, die protestieren, von oben nach unten, wie globalisiert. Gewinner, Verlierer, vom Merken liegt immer mehr merken, dass es so nicht funktioniert. Wann bin ich jetzt und wo bin ich hier? Wer bin ich hier? Wir haben nichts zu verlieren. Zeit für was Neues, für neue Ideen. Also Leute, los geht's. Gemeinsam alle, 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 alle. Ich bin sehr gerührt von den Sachen, die passiert sind. Vor allem die Jam-Session, die wir gemacht haben. Das war so für mich das Stärkste irgendwie. Viva, viva con agua! Ja. Auf den Rücken. Jetzt muss. So, please, let's have a good day. Mega Kopfschmerzen. Gestern, glaube ich, viel zu viel Local Spirit getrunken. Überhaupt gar keine Lust, auf Rock zu gehen. Ich weiß nicht, ich meine, unsere Band heißt halt Frittenbude. Ich meine, schau mich mal an. Ich bin gestern schon bei den 100 Metern da, wo man nur da in das Dorf hochgehen musste, schon irgendwie in Schwitzen gekommen. Ah. Ja, ausprobieren. Los geht's. Very clean. Actually, we can drink. Yeah, why we take so much water with us? No, I mean, it's not safe for you. We have already experienced a lot. Yeah. But for me, I mean, for us, we are drinking the water directly. Water is very safe here. Was kann uns eindeutig am schwersten gehen? Ich glaube, wir haben uns schon verlaufen. Wir sind schon, wissen schon nicht mehr, wo lang. Hey, check mal den anderen Weg. Wir wissen nicht, ob wir richtig sind. Scheint euer Trip zu sein. Durch, Jocke. Sei die Werkziege. Wenn man die körperliche Grenze ist, wenn man die psychische Grenze hat. Also, boah, mir ist auch schon ein bisschen schwindelig. Ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren, damit ich das ein bisschen gefährlich. Ich habe mich nicht noch verletzt oder so. Ich spüre jetzt schon die erste Blase jetzt. Und weitergehen. Ah, yeah? Yeah.
Wasser schon getrunken? So, nee. Man muss, irgendwann muss man das Wasser mal trinken, aber das geht nicht, dass man hier immer so... Klar, trink mal's. Ja. Das ist ja doch gut. Alter, wir werden alle so Kraft, wenn wir heute Nacht haben. Ey. Ich meine, da läuft man hier hoch und kriegt schon so... Ich hatte schon so Hassgefühle. Ich dachte schon so, verdammt, wer hat sich das einfallen lassen, wenn er findet, wie wir Konak war. Ich hatte schon so sinnlos, nicht persönlich, aber sinnlos so Hassgefühle. Und dann kommst du hier an und dann freust du dich einfach nur, dass hier so ein Brunnen steht. Und dann kriegst du wieder Glücksgefühle auf Viva con Agua. Also das ist schon so ziemlich weird. Gas ja und jalma, das Wasser mehr Zeit kennt. Taro Wasser und da ujalo bhatchena. Oile ja und bhau dena. Khajural tokla sar bhul tokla bhani und so. Da nazik ma Wasser so. Ah derer ma thapi rakhe rani. Jhanga ujalo huni biti ke gas na jana pao so. Jetzt können wir hier direkt das rausholen, können sich hier waschen und haben auch ein System, dass das Wasser direkt abfließen kann und wird hier dann zum Bewässern der Pflanzen benutzt. Und jetzt, er meinte, es wurde jetzt vor einem Jahr gebaut, da gab es hier überhaupt keine Vegetation. Komm mit mir ins Abenteuerland. Der Eintritt kostet den Verstand. Dein Kreislauf. Abenteuerland und tu's auf deine Weise. Deine Fantasie schenkt dir ein Land. Das Abenteuerland. Boah, wir sind da. Ich hab grad gedacht, oder? Das ist es. Ja. Geil. Fette Crowd. Boah, ja. Wow. Wir sind oben. Geil. Jakob. Ey, aber Respekt. Was ist alles schon drin? Hier ran. Hallo. Schönen guten Tag. Wir haben in der Schule konnten wir ziemlich schnell damit denen auch Mucke machen und einen Chor gebildet und das war echt lustig. Und was ich hier in der Schule krass fand, also wir wurden schon vorgewarnt, dass sie sehr, sehr schüchtern sind, die Kinder. Manche haben da heute zum ersten Mal einen Europäer gesehen und die haben nur geguckt, sich wieder versteckt. Und wir sind rein und haben auch geguckt und wieder raus. Und das hat das Ganze dann extrem runtergebrochen. Davor ging es eigentlich nur die ganze Zeit in meinem Kopf um mich und wie anstrengend das jetzt ist. Und wenn man dann hier ankommt, realisiert man halt auch irgendwie, hey, es geht nicht um mich. Mathematics. Ja, das war eine seltsame Situation, weil einerseits will man ja irgendwie dann eine Verbindung herstellen, so, andererseits hat man das Gefühl, dass es schon zu viel war, so. Das war auf jeden Fall extrem. Einmal dieser Aufstieg, dann die Begegnung mit diesen Kindern, die so mega schüchtern waren. Das war so mit das Schüchternste, was ich in meinem Leben jemals erlebt habe. Und
und dann am nächsten Tag gleich nochmal dieser Abstieg und dann ging es gleich nochmal weiter. Und das wäre dann noch extremer, da wurde es ja dann wirklich steil. Also wenn man da auch nicht schwindelfrei ist oder so, dann sollte man sowas auch nicht machen. Dicke Scheiße, und da geht es halt so 200 Meter runter oder so, oder 100 Meter. 50 Meter vielleicht, ja. Aber es ist trotzdem genug, es geht einfach nur gerade runter. Und wie soll denn da jetzt gleich drüber? Ich bin die ganze Zeit, fuck, wenn du da jetzt irgendwie ausrutscht oder runterfällst, es ging 50 Meter runter, dann liegst du halt hier im Dschungel. Das ist doch nicht erlaubt. Die hinter uns sind nicht gekommen und wir haben irgendwann geschnallt, okay, aha, es gibt hier zwei Wege. Aber wir haben nicht gewusst, auf welchem Weg wir uns da befinden. Nein. War es ein Erdrutsch? Es ist halt so ein kleiner Weg abgebrochen, weggebrochen. Und da hat man schon auch gemerkt, dass die Leute hier von hier, die Locals, auch schon gut, da wurde die Situation dann kurz ernst. Und dann wird dir so bewusst, okay, bevor das hier gebaut wurde mit den ganzen Brunnen, mussten die das halt jeden Tag gehen. Wie das für jemand ist, wenn er morgens aufwacht und durstig ist und dann erstmal 2 Stunden laufen muss, bevor er endlich was trinken kann. Und das sind natürlich auch Sachen, über die ich mir Gedanken mache, wie einfach es für uns ist, einfach den Wasserhahn aufzudrehen. Und ich meine, wir spülen unsere Scheiße mit Trinkwasser runter. Das ist doch pervers und absurd. Die Bohnen? Vermutlich von hier vorne. Das ist B-Rai. Was geht denn hier ab? Wow! Weiter! Roombox! Das ist das Wireless! Wow! Dagegen Abend kam auf einmal übers Feld so ein Jugendlicher gewandert, der eine riesige Boombox auf seiner Schulter hatte, der so Nepali-Dance-Musik, die sehr kitschig, aber sehr treibend ist, angetragen hat. Die Jungs, die mit uns die ganze Zeit in den Jeeps mitgefahren sind, die waren dann auch vor Ort und haben dann richtig heftig aufgetanzt und haben uns dann auch so ein paar Dance-Moves gezeigt. Und man durfte auf jeden Fall nicht so tanzen, wie man wollte. Man musste schon diese Handbewegungen machen. Ich bin schon eher so ein Mensch, der sich auch gern mal isoliert so und auch so leicht in so einer Ego-Blase da so sich aufhält. Und das will ich jetzt auf jeden Fall wieder brechen. Analphabetenquote ist hier gigantisch hoch und das ist natürlich auch sowas wie Schulbildung eine Riesenherausforderung. Sicherlich auch aufgrund der geografischen Situation. Nur hier kommt natürlich nochmal die Höhe dazu, also noch eine ganz andere Dimension. Und wir sind sehr gespannt, uns das Projekt jetzt anzuschauen. Ich war selber noch nie in dem Projekt. Unfortunately, they are widening the road, so we have to take the shortcut, the short way. So, unfortunately, we have to hike around 45 minutes from here. Nepal is saying like a 25 minutes, so I made it already 45 minutes. Er meinte dann nochmal, es ist hier ein easy Weg für uns. Wir gehen mit euch dahin, weil das leicht erreichbar ist. Weißt du, wir standen da und da waren Bäume, riesige Berge vor uns. Und wir dachten, boah, krasse Berge. Und dann meinten die so, okay, das sind noch keine Berge, das sind Hügel so. Du bleibst hier. Wer bleibt hier? Willst du gehst hoch? Ja, wir müssen ja, oder? Okay. It's slippery. Let's do it.
Also ich war erstmal motiviert, nach 20 Metern war die Motivation dann weg. Nee, mir ist nur schlecht und Kopfschmerzen. Eigentlich bin ich sportlich, aber hierfür auch nicht so ganz gemacht, glaube ich. Ist schon vorbei, die Motivation ist schon flöten gegangen. Das ist kein Fehler, ich werde nicht runterfallen, weil wenn du hier runterfällst, war es dann. Martin und ich waren halt beide mega fertig und dann hieß es ja, okay, wer das nicht machen möchte, der kann auch hier bleiben und warten. Das war dann vielleicht eines meiner schwierigsten Konzerte vor den 10 kleinen Kids da jetzt irgendwie zu spielen. Aber die waren gleich dann wieder dabei, haben auch sogar ein bisschen mitgesungen. Ein paar Zaubertricks gemacht und Quatsch gemacht und das war auch immer so lustig, weil die Kinder mich immer so angesehen haben und immer Sadhu, Sadhu. Und ich dachte mir immer nur so, oh, Sadhus sind hier so Heilige, also sie nennen sich selbst Heilige. Ich hab's aus den Augen verloren, wie geil das sein kann, einfach neuen Menschen zu begegnen und einfach mit denen Musik zu machen, ohne jetzt groß erst zu reden, was und wie und überhaupt, sondern einfach ohne Worte Musik zu machen. Und diese Magie, die existiert und die muss man immer wieder neu entdecken. Namaste. Namaste. Und wir hatten dann, glaube ich, so in der Zehnergruppe eine, zwei Flaschen Wasser und da war dann die Freude über den Brunnen noch mal eine ganz andere. Sie haben da alles aufgebaut und die Lehrerinnen haben die Steine hochgetragen, den Zement hochgetragen für die Klos und alles, ne? Das haben die alles alleine gemacht. Du brauchst eine Sanitärversorgung zu einer Wasserversorgung. Du kannst keinen Brunnen bauen, wenn du nicht ein Klo zum Scheißen hast, weil dann hygienisch macht das keinen Sinn. Es ist echt krass, was hier die Projekte geschafft haben. Früher mussten sie in den Wald gehen und hatten noch nicht mal was zu trinken. Wir haben da verschmutztes Wasser getrunken, die Kinder waren oft krank. Namaste! Aber sunai, Ami, children would like to sing a welcome song for us. Total gut, dass ich es noch gemacht habe. Also ich habe schon erst noch mal wieder verflucht, so wie immer. Die waren super dankbar. Ich fand es auch geil, dass sie echt gemeint haben, okay. Nee, wir haben sie gefragt, ob schon mal jemand da war. Irgendwann vor Jahren war schon mal jemand da, aber dass sie auch meinten, dass sie wirklich sehen, dass da was passiert. Dass nicht irgendwelche Leute bloß kommen und wieder gehen. Heute fliegen wir mit einer Propellermaschine, wa? Aus dem Bergdorf wieder zurück, ey. Ich hab grad so ein bisschen Realitätsschock. Dieser Clash zwischen dieser krassen, unberührten Natur in den Projektgebieten und diesem City-Abfuck hier halt, war halt schon extrem, aber auch geil. Drei Taxis. Drei Taxis.
Weißt du, wie weit Jakob eigentlich mit Beats ist? Ich habe er hat heute gemeint, dass er gestern hat er ja so die ganzen Samples gecheckt und geschnitten, die wir schon haben. Geil. Dass er heute Abend mal loslegen will. Perfekt. Ich habe jetzt schon ein bisschen versucht, diesen Stress, der hier in der Stadt Kathmandu ist, ein bisschen einzufangen. Diese ganzen Autogeräusche, diese ganzen Tupen, die man hört, dieses Auf, was einen so auffühlt, aber auch diese Rhythmik. Hier sind ja diese Trommeln, eins der Nationalinstrumente. Die wollte ich ja mit reinbringen und dieses schon sehr tanzbar machen. Das sind jetzt die Aufnahmen aus dem kleinen Musikshop, wo wir ganz am Anfang waren. Die ist schon geil. Das ist runtergepitcht, klingt hier richtig fett. Und dann hat der Verkäufer einmal diese Tröte gespielt. Das ist die Tröte. Irgendwo habe ich noch den Chor von den Kindern. Und irgendwo haben sie Pani gesagt, das müssen wir kurz rausfinden. Pani, oder? Wasser, Pani heißt Wasser. Da kann ich mir das super drauf vorstellen, dass Streets drüber rappt da. So ein Rap-Part kommt. Hier habe ich jetzt so über die ganze Reise 15 verschiedene Ideen gesammelt und das war jetzt die, die am meisten Anklang gefunden hat. Das kann natürlich nochmal ganz anders sein jetzt. Okay, der Plan ist jetzt quasi die Haare wieder kurz zu rasieren, hier den Hals und Nacken auszurasieren und untenrum hier. Ja, vielleicht eine Massage kommt noch am Ende. Giro? Not zero. One. Just 2 mm? Ja, ja. Ich muss auch sagen, ich war das letzte Mal vor 16 Jahren beim Friseur. Das ist ja auch immer die schwierigste Stelle beim Rasieren, das überm Ohr. Was ist euer Plan gerade mit dem Song? Also wir haben die Idee, unser Leben darzustellen, dass wir quasi unter einer riesigen Käseglocke quasi leben. Unter einer Glocke, wie es mal in einer Futurama- oder Simpsons-Folge war. Ich glaube, Ben Simpsons. Und dass wir gerade die Glocke verlassen haben. Wir irgendwie immer denken, so Europa oder Deutschland wäre halt so die Welt, aber die komplette Welt ist ja ganz anders. Gerade sprudelt es an Ideen und jetzt wird halt einfach mal geguckt, was bei rumkommt. Was man dazu vielleicht noch sagen kann, ist, dass oft, wenn man Songs schreibt, entstehen 10 Songs, bis man sich dann entscheidet, das ist dann der Song. Wir müssen die Glocke verlassen, denn das Leben findet dort draußen statt. Verspiegelte Scheiben zerschlagen, diese Grenzen wurden nur ausgedacht. Da draußen gibt es eine Welt, schon fast zerstört. Ja, thank you. Super. Thank you very much. Das hast du unten oder das ist da oben? Oh nee, mit meiner Wade helfen. Nepal ist jetzt nicht unbedingt das Land, wo jetzt die Sita erfunden wurde, aber ich wollte unbedingt einen Sita-Spieler kennenlernen, um vielleicht das auch ein bisschen zu lernen und einfach da wirklich diesen direkten Zugang mal zu finden. Ja, und dann hatten wir ein Date mit diesem legendären Sita-Spieler so. Und er hat mir seine Adresse geschickt, ein Bild von seinem Haus, weil es gibt da nicht irgendwie keine Straßennummern und so. Hola! Are we right mit Pichaya Party? Ja? Ah, perfekt. Hallo. Man merkt schon, es ist eine krasse Persönlichkeit. Der hat schon wirklich viel erlebt und er lebt für dieses Instrument. Und man kann schon sagen, so Guru-Style. We're here also to find new inspiration, to open our musical horizon, to get new creative touches. And now we're here. It's such a great thing to meet you. And nice meeting with you. I think there are only 2 kinds of music, good music and bad music. Yeah, yeah. Yeah. So that's all. Yeah, yeah. So, yeah. Just need to be tuned, then it's music. How old were you when you first discovered the instrument? 16 years. 16 years, wow.
As you, with the guitar. Das ist dieses indische Tuning halt für Sita. Ich kann es jetzt auch nicht wirklich erklären, aber es ist scheinbar ein Haufen Arbeit, das zum Stimmen. Ja. Simple melody kind of things. Yeah. We say a lot for this. The sound without rhythm. Uh-huh. Yeah, a lot of feeling in playing this instrument. Yeah. Yeah, there is nothing fixed. Just whatever is extract immediately. It's open. Yeah. I love it. Could I try? Yeah, please try it. Right, like this? Yes. Yeah, it's not so easy as I thought, so I think you need time, right? Time and silence and time with your own and... Oh, it sounds so beautiful. Okay. Dann lässt auch mal welche aus, oder? Oder spielt er jeden einzelnen? Er lässt welche aus, ja. Ah, okay. And for two more. Oh. That's the magic I meant before. That's the magic, yeah. Could I try that? The wind is... We never really had lessons, only some lessons when I started playing guitar, and the rest was autodidactisch. I learned it by myself. Yeah. So for you, as a professional musician, it won't be very hard. Ooh, so, thank you. Yeah. Yeah, I think I got it somehow. Yeah. Thank you so much. Nice. It was really, can I hug you? Yeah. Thank you. Yeah, nice meeting with you. Thank you. Thank you. Yeah. Nice meeting with you. The people of Nepal will present one of their most famous sitars to the German rock star. Genau. Sitar? Sitar? You have? Could I try it? Du siehst auch so aus, willst du das Ding hier gleich noch fallen. Kommt eine Elektro-Sitar. Und mal schauen. Wäre lustig, wenn die jetzt unter dem Staub rosa wäre. Is it good instrument? Ja, gut ist. Ja? And you have another one? Is this also? Die ist schon okay. Die ist schon okay. Die ist halt schmutzig von dem Staub hier. Aber die sieht jetzt nicht so. Es ist halt eine Elektrosita. Die ist halt akustisch, ist da nicht viel. Muss halt anstecken, aber das sowas willst du ja, oder? Die ist auch geil. Hey, lass ihn mal anstecken, an Amp. Amp hier? Hier ist ein Amp. Ja.
nehmen wir. Jetzt sagt noch, dass er ein bisschen besseren Preis machen soll. Can you make a good price with the bag and this and... Better Preis. Ich check jetzt mal die Lage am Preismarkt. Ja. You're the boss? No. No? Yes. How much would the sitar, sitar bag and sitar strings? Package, good price, maybe. How much? 22,800. 23,000. No, we said 25. 25, less. Nee, nee. Gib ihm noch 200, dann passt. 2 Euro, jetzt geht's gerade um 2 Euro. Yes. So. Thank you. And now everybody's happy. Win-win. Good? Good. Alle wollen Freiheit, aber keiner will mehr kämpfen. Jeder braucht Freunde, aber keiner mag Menschen. Spieglein, Spieglein, dann wirst du verliebt. Zwischen Disco-Betrieb und Dispo-Kredit. Purple Haze ist hier einer der drei Clubs, die es gibt in Kathmandu. Ich dachte auch zuerst, okay, wir werden in irgendwie so einer kleinen Bar spielen vor so 10 Leuten. Und als wir dann hier ankamen und dann auch hier den Leuten vom Hostel erzählt haben, ja, wir spielen da, waren die so, oh ja. Einfach mal raus aus dieser Comfortzone, hinein in ein Konzert, wo dich eigentlich keiner kennt, so. Weil das hatten wir ja schon lange nicht mehr so. Namaste. Okay. Wow, hier ist das Alter, das ist so ein bisschen wie PPC in Graz. Es ist ja fetter, als ich dachte. 70s Deluxe, oder? Aber dass der Eingang auch direkt vor der Bühne ist, das ist auch abgefahren. Geil, ja, die Leute kommen hoch. Hammer. Wir müssen hier zur Show hochkommen. Aber das ist halt, ey, wenn du Stage-Diving machst, musst du aufpassen, ne? Nicht, dass du gleich, du gleich wieder raus. Du machst Stage-Diving. Oder da reinfliegst. Es kommen wohl 300 bis 500 Leute am normalen Sonntag. Ja. Ohne Scheiß. Wow. Ja. Was ganz mega cool wäre, schau mal, wenn dann noch ein paar von uns kommen. Dann wird die Bude voll. Das ist ein fetter Club. Also ich dachte echt, anfangs, das wird so was Kleines, eine kleine Bar und es sind ein paar Leute, aber wow. Das wird gut. Nice, nice. Guck mal. Okay. We don't have one here. Stand jetzt ist, dass es noch nichts gibt, keine Mikrofone. Wir brauchen eigentlich noch Gitarre, Bass, die können wir nicht mitschleppen im Flieger. Haben wir gemeint, ob wir da irgendwelche Ausreden bekommen, die sind auch noch nicht da. Ich hoffe, es ist irgendwas. Also ich hoffe, irgendwas mit 4 bzw. 6 Seiten. Sonst können wir nicht spielen. Also gibt's das nicht, können wir nicht spielen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir das irgendwie auftreiben. Dann machen wir mal einen. Machen wir den allerletzten. Fäuste hoch oder so, dann passt. Es läuft langsam. Der Sound klingt noch ein bisschen blechern, aber das ging ich stand heute fast, was für ein Publikum ist. Ob viele Leute, einheimische Locals kommen, weiß ich noch gar nicht. Also, ob sie halt auch abgehen werden. Thank you. What's your name? Onis. Onis, Martin. Martin? Yeah. Nice to meet you. Thank you for that I can play your guitar. Okay. Aber die Gitarre sieht stabil aus und ich check das jetzt mal aus. Uns wurde jetzt die ganze Zeit gesagt, mach schnell und laut und Musik zum Tanzen. Jetzt haben wir die härtesten Songs rausgesucht, die wir so haben. Vielleicht kann es sein, dass es ein Ticken zu hart ist. Kann passieren, dass wir die vielleicht auch so vom Kopf stoßen. Aber was die Musik anbelangt, liefern wir schon so ein bisschen den deutschen Stereotyp ab, was sich die Leute von Deutschland erwarten. Diese durchballernde Marschmusik, was Rammstein ja auch irgendwie bedient. Für uns ist es jetzt quasi ein Neustart. Wir sind hier einfach Newcomer, niemand kennt uns. Und entweder wir kriegen sie und wenn nicht, dann ist auch okay, aber das ist die Herausforderung. Against racism, against homophobia, for a better tomorrow. Give it up for Carlito! Alle! 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 Immer mehr merken, dass es so nicht funktioniert. Mann, wenn ich jetzt, Homo, wenn ich hier, wer wenn ich will, wir haben nichts zu verlieren. Zeit für was Neues, für neue Ideen. Also Leute, los geht's, gemeinsam alle. Alle.
Okay, cool, cool. We try it again. Thank you, Kathmandu. Nepal people! Con agua socha pani ro socha Friedrich Buddha aude hununcha stage ma Friedrich Buddha. Es war letztendlich wie vor 10 Jahren, als wir angefangen haben. Wir haben wieder zu dritt gespielt, also ohne Drummer und ohne Keyboarder, mit einem ganz einfachen punkigen Setup so, auch auf die Technik gekackt, Hauptsache es ballert. I'm gonna count to 3. And then everybody in here makes noise for his own or her own life. 1, 2, 3! That's not loud enough. Once again. 1, 2, 3! Come on, people! 1, 2, 3! Man macht sich natürlich richtig viele Gedanken über sein Leben, wie das zu Hause so ist, was einen zu Hause bewegt und worüber man sich aufregt. So viele Dinge werden halt ziemlich nichtig. Allerdings weiß ich nicht, was halt im Endeffekt hängen bleibt. Vom Gefühl, das ging uns, glaube ich, allen viel so, sowas hat keiner von uns je erlebt. Dass es einfach so einen Flow im Land gibt, trotz der ganzen Scheiße. Nepal ist das ärmste Land in Asien. Diese ganzen Problematiken sind da, sind real, aber die Menschen sind unfassbar. Ich fand es super, dass Carlos dabei war. Der war so, hat das ganze Ding so richtig cool ergänzt so, und geiler Mensch. Das war mit die intensivsten 3 Wochen in unserer Bandgeschichte. Das hat uns sehr gut getan in meinen Augen. Ja, wie eine Beziehung. Da muss auch irgendwann wieder Action rein, damit alles spannend bleibt. Also ist quasi Kathmandu unser Swingerclub. In gewisser Art und Weise schon, ja. Ich habe aber auch das Gefühl, dass wir hier doppelt so schnell gealtert sind wie sonst. Ja, du auf jeden Fall. Man sieht dir richtig krass an, Martin. Wirklich? Ja. Naja, dann ist es so. Du siehst jetzt schon fast aus wie 45.